Guten Morgen. Und schon ist die Nacht wieder rum. Jetzt sitze ich schon wieder hier beim Frühstücken. Hat man gerade erst wieder was gegessen. Abendessen ist ja noch gar nicht so lange her gefühlt. Es ist 6 Uhr morgens. Ah, ich bin schon früh wach. Jetzt ist immer so. Aber die Vögel wecken ja einen auch meistens, auch wenn man Oropax oder so drin hat. Trotzdem wird man wach. Ist so meine Zeit. Ja, heute steht wieder ordentlich was an, so wie gestern. Höhenmeter. Kilometer auch ungefähr. Aber als erstes kommt der Nationalpark, da fahre ich eine ganze Weile durch. Da wird es schön hoch und runter gehen, ob ich zu den Seen runtergehe, wo die das Quellgebiet des Flusses hier. Ja, glaube ich eher nicht. Wie gesagt, das ist schon ganz schön happig. Und ich möchte auch eigentlich ein bisschen vorankommen, weil nachher sollen Schauer und Gewitter kommen. Nicht ganz ausgeschlossen, damit ich da ein bisschen aussitzen kann vielleicht. Ja, das Wetter schlägt im Moment ein bisschen um. 2-3 Tage wird es echt schlechter. Aber das ist normal, das ist bei so einer Reise dabei. Ist kein Grund jetzt hier aufzuhören. Ich bin gerade richtig fit. Beine sind wieder locker. Ich habe sehr gut geschlafen. Im Zelt, also das ist überhaupt gar kein Problem. Also ich bin jetzt so richtig schön drin in der Reise. Und es kann auch immer weitergehen. Also für einen Pausentag ist mir das echt noch zu früh. Nur um hier vielleicht die Seen da unten zu sehen. Im Internet sieht man natürlich auch schon ganz schön viele Bilder davon und Videos. Ja, ist bestimmt sehr schön, aber das Wetter ist eh nicht so knülle. Also lasse ich das mal. Aber es geht heute durch den Wald, Berge kommen ja wieder. Große, etwas größere wieder. Mal sehen, wie einsam auch die Straßen heute wieder werden. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Mahlzeit. Ich muss mich auch entschuldigen, weil ich gesagt habe, hier gehe ich nicht hin, weil ich bin heute so viel losgekommen. Alter, das die halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die musst du jetzt doch nehmen. Erst nicht, dann doch. Das Wetter hält sich noch. Vielleicht komme ich da mehr im Regen heute Abend, abgewogen. Aber diese 23 Euro tun schon weh. Aber heute, das ist es auf jeden Fall wert. Das ist ja wohl der Hammer. Was ich hier schon sehe, noch bin ich nicht mal dran. Make you see that we'll be alright if you just let.
wunderschön auf jeden Fall. Ich renne hier so ein bisschen durch. Ja, genießen tue ich es nicht. Aber die Sonne ist ja auch nicht da. Aber sieht auch jetzt im Grauen halt auch richtig gut aus. Also das muss man sagen. Dieses Blau wirkt schon. Und auch diese Kaskaden, diese Wasserfälle. Wunderbar. Man sieht auch so ein paar Fischschwärme da drin. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es nicht sehen, aber echt klasse. Ja, 23 Euro. Will nicht drum meckern. Ist nun mal um auch Erhalt der kleinen Brücken hier überall. Die sind auf Holzpfählen. Das muss auch erhalten werden. Und es wird bestimmt auch nicht nur hier ausgegeben, sondern für den gesamten Tag. Ja, weiter geht's. Da kommt gleich die nächste Stufe. Das war es auch schon für mich. Jetzt geht es wieder auf den Rückweg etwas oberhalb. Das war eine schnelle Tour. Bin noch keine halbe Stunde hier. Ist so. Ich bin mal ein bisschen auf Durchreise. Aber das gesehen zu haben, das lohnt sich echt. Schade, dass die Sonne nicht scheint. Wie gesagt, aber da kann ich nichts machen. Und gleich geht es erstmal wieder richtig bergauf. Boah. Also ich habe jetzt schon 150 Meter und ich glaube, es kommen noch 200 Höhenmeter, die ich hoch muss, bevor es dann wieder lange runter geht. Ja, ich bin halt im Gebirge. Boah, aber es macht einfach Spaß. Boah, und jetzt geht es gleich weiter auf dem Rad, was ich in der hintersten Ecke versteckt hatte. Das meiste habe ich jetzt schon geschafft. Jetzt hat man nochmal einen schönen Blick auf den Gipfel. Ja, der nackte Plesewice, ich weiß nicht, was das heißt, irgendwie übersetzt das Google nicht richtig, aber der ist 1646 Meter hoch, also ganz schön. Ich bin gerade auf 740 Meter, hab nicht mehr viel, dann bin ich oben. Das wird's sagen. Es geht dann immer runter und hoch und runter, das wird's den ganzen Tag. Aber wahnsinniges Wandergebiet hier, also ja, die Straße ist vielleicht nicht so schön, aber es ist auch nicht unmenschlich viel los hier. Es funktioniert schon alles. Naja, weiter geht's. Es ist 10.30 Uhr. Ja. Noch 70 Kilometer vor mir. Could never settle down too far away from my hometown.
stick to them until I'm in the ground. All I know is I'm on my way to become a poor excuse of a better one. I've come to realize time goes by on its own. I am stuck here without a home, without a home. Es fängt ein wenig an zu regnen. Ich habe mich lieber umgezogen. Es tröpfelt zwar nur, aber es geht alles. Der schlimmste Regen ist eigentlich nördlich von mir, aber es ist so ein bisschen fiesel. Solange es noch kein Gewitter ist, ist okay, aber die sollen ja auch noch kommen. Die Landschaft sieht echt klasse aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also richtig schön, hügelig, bergig. Ja, und gleich geht's da weiter. Ja, jetzt geht's eigentlich recht gut. Insgesamt habe ich jetzt schon über 400 Kilometer gefahren. Also es läuft richtig super. Also kann es weitergehen, oder? Auch im Regen. Das gehört nun mal dazu, aber die Landschaft ist wieder toll. Wieder so eine Ebene, ganz komisch, sehr klasse hier. Aber der Regen macht mir nichts, bin gut eingepackt. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. Der Regen ist ein bisschen vorbei. Ja, es tröpfelt nur noch. Und da oben will ich jetzt erstmal hoch. Da hoch geht's. Nach Optina. Hier sind nochmal ein Militärplatz, scheint mir so. Ja, aber da oben wird es bestimmt schöne Aussichten geben. Und hier gibt es noch ein paar Patzer zu sehen. When I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right.
oben angekommen und hier ist so eine katholische Kirche, weiß ich nicht, aber das Johannes Paul II. Vorher gleich erkannt als Statue. So, sie haben ihn auch verehrt hier anscheinend. Boah. Boah, das war wieder anstrengend hier hoch. Zum Glück nicht im Regen, aber der nächste Regen kommt bestimmt, so wie es aussieht. Kann man hier jetzt nicht genau sehen. Da hinten regnet es immer weiter. Ja, ob ich jetzt hier besser dran bin, weiß ich nicht. Ich werde hier mal den Laden aufsuchen und nochmal was zwischendurch essen. Es ist 13:30 Uhr, also immer noch früh. Ich bin bei Kilometer 59, 33 habe ich noch. Also da mache ich noch was. Also jetzt mal eine kleine Pause. Von den Regensachen rein in die kurzen Sachen und Sonnencreme drauf. Ja, es wird jetzt anscheinend erstmal ein bisschen schöner. Sieht so aus. Zieht ab. Ja, aber ein Gewitter, das noch kommen kann, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber erstmal bleibt das schön, so wie es aussieht. Endlich. Und sofort ist das warm. Also sofort ist das so dampfig. Boah. Ja, aber jetzt geht's da hoch weiter. Aber es ist einfach klasse. Schön, dass es so grün ist und nicht vertrocknet. Das ist doch richtig. Weil eigentlich ist es eine Trockenlandschaft hier, aber das ist doch klasse, wenn es so grün ist. Jetzt bin ich einen richtig einsamen Weg abgefahren. Ich hätte auch der Hauptstraße folgen können, aber Wetter ist gut. Dieser Weg führt auch ans Ziel, aber noch 19 Kilometer, nicht ganz. Vielleicht 15 Kilometer soll der gehen. Naja, okay, werden wir mal ein Glück versuchen, weil einige Hoppelstellen waren schon, aber ich fahre hier ganz ruhig und sinnig längs. Aber es ist echt krank hier diese Landschaft. Dieser komische, lichte Trockenwald, glaube ich, muss man dazu sagen. Also das ist einfach Wahnsinn. Sieht toll aus. Hier mache ich gerne fahren. Also auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Regen oder Gewitter kommt.
Was mir gerade auffällt bei dem Anblick dort, das sind die ersten Windräder auf der gesamten Reise. Ich habe in Slowenien keine gesehen und bis jetzt in Kroatien auch nicht, aber da werden welche gebaut. Naja, zu der Sache, hier ist ja genug Platz, ne? Auf jeden Fall für Ökostrom. Sonne würde ja auch reichlich scheinen. Aber naja, ich sag dir jetzt nichts zu. Oder weiter nichts zu. Also gerade komme ich gar nicht aus Staunen heraus. Wow. Sehr, sehr schön, Alter. Wow. Ich stehe jetzt wieder hier am Markt, in diesem Ort hier, habe eingekauft und jetzt will ich mal gucken, ob der einzige Campingplatz weit und breit mich aufnimmt. Wenn das nicht klappt, muss ich wohl oder übel wild campen. Da habe ich nicht so viel Lust zu, weil eventuell könnte es auch Gewitter geben. Ja, sieht im Moment nicht danach aus, aber das ist ja auch schnell entstanden. Das ist auch nicht der einzige Grund hier, aber ja, Plätze habe ich ja genug gefunden, die, wo ich hätte zelten können, auf einem ganz kleinen Weg, den ich da Holperweg, den ich gefahren bin. Also da war ja ein Platz, da hätte man sich immer irgendwo hinsetzen. Aber ich will lieber Campingplatz, irgendwie brauche ich eine Dusche nach diesem, ja, regnerischen Tag. Darunter habe ich ordentlich geschwitzt unter dieser Kleidung. Also das ist schon, naja, gefährlich leben die Leute hier anscheinend. Naja, aber ich werde jetzt weiterfahren, das ist nur 2 Kilometer oder so, nicht mal, und dann bin ich da und dann kann ich mal nachfragen, ob ich da unterkomme. Natürlich bin ich gut angekommen hier an diesem Campingplatz und gut unterwegs, weil hier ist nichts los. Das ist gut. Na, ich bin hier gerade am Abendessen machen. Wie ihr seht, ist es wieder nur Brot geworden, aber ich mache es einfach zu gerne. Und kleine Butter hatten die. Weißbrot und so zu kriegen ist ja schwierig. Ich habe jetzt hier so ein Toastbrot. Das nehme ich auch zum Frühstück für meinen mit Creme und Honig, was ich dann morgens immer esse. So, dann schmier ich ein bisschen Butter drauf und dann ist das gut und dann ordentlich was am Belag. Dann geht das schon. Das ist immer so einfach. Also warme Mahlzeit muss ich nicht immer haben. Gestern tat das ganz gut.
Oh Mann, jetzt geht die Sonne gerade weg. Naja, aber warm ist es trotzdem. Ich finde, so ein bisschen getröpfelt tut es immer noch, aber es ist voll okay im Moment. Also Gewitter sieht es im Moment nicht aus. Wenn, dann bin ich hier safe. Ich kann ja ins Haus gehen, aber sieht im Moment nicht so aus. Aber das kann sich ja immer bilden. Ja, Wetter war heute ein bisschen mies, aber was soll ich sagen? Der Anfang war grandios, oder? Im Kitzwitzer Seen da mit den Kaskaden, das war ja, ich wollte eigentlich das nie mitmachen, aber ich war so früh unterwegs, dass ich gesagt habe, ach, jetzt meist die 23 Euro raus und guck dir das mal eben schnell an. Ja, man kann auch noch mit Boot fahren auf den Seen und dann gibt's ja noch mehr Kaskaden. Also, da kann man sich schon einen Tag aufhalten für die 23 Euro. Ja, ich will mich jetzt nicht beschweren. Es war toll. Ja, die ganze Tour war toll, auch wenn es so gegossen hat mal zwischendurch. Die Landschaft ist ja so anders. Also das muss man gesehen haben, um das zu begreifen. Das kann die Kamera nicht rüberbringen. Ja, sonst ist es ja auch immer dasselbe, so halbwegs. Aber ich fand das so klasse mit den Felsen in den Wiesen drin und Trockenwiesen und große Aussichten. Und oh, Städte war ja gar nicht viel. Das war ja fast gar nichts. Und trotzdem war das alles super. Und jetzt komme ich hier wieder unter. Wie gesagt, Wildcampen geht natürlich hier. Da ist immer was möglich. Ja, hier bin ich schon wieder müde. Aber nach diesen... Oh, müssen wir gleich mal nachschauen, wie viel das war. Aber das waren... das habe ich mit der Uhr aufgezeichnet. Da hat das Gewandere mit aufgenommen. Aber ich glaube, irgendwie 90 Kilometer Radfahren waren das. Also, ja, 90 bin ich ungefähr gefahren. 1050 Höhenmeter. Aber ich bin ja auch noch gelaufen. Das hat es mit aufgenommen. Ja, und das sind jetzt insgesamt 95,3 mit 1050 Höhenmeter. Jo, aber es war klasse. Es war super. Regen war sowas von egal. Ich hatte zwar Gegenwind, aber es sollte viel stärker Gegenwind sein als angesagt. Und dadurch ist das richtig geil geworden. Also, naja, es fängt hier wieder an, ja, zu rasen zu mähen. Deswegen muss ich auch schnell Schluss machen. Wie gesagt, ich esse jetzt hier noch meinen Belag auf. Noch ein paar mehr. Genießt die Sonne, falls sie noch kommt. Aber die Temperatur ist im Moment auch so angenehm. Ja, und dann geht's unter die Dusche. Die Duschräume habe ich schon gesehen. Top. 15 Euro kostet hier, der Herr spricht Deutsch. Der andere Campingplatz, weiß ich gar nicht, ob ich gesagt habe, hat 19 Euro gekostet insgesamt. Und ich finde den fast hier schon fast besser. Aber obwohl der andere war auch cool mit diesen alles selbst aussuchen, das keine Parzellen oder so, das war auch schön. Es fängt wieder an zu tröpfeln, aber so ganz leicht. Okay. Also klare Empfehlung, Kroatien muss man sich mal, glaube ich, mal angeschaut haben. Also was ich jetzt schon gesehen habe und es geht noch weiter und ach, ich will gar nicht, also danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal, moin moin, euer Flachlandradler Thorsten. Ich muss Schluss machen, sonst komme ich gar nicht zum Essen. Tschüss. Ach, morgen wird es auch geil. Tolle Strecke kommt da. Tschüss.